Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich drehe das gerade zum zweiten Mal, weil mein Mikrofon schon wieder gesponnen hat. Aber heute gibt es mal wieder eine Tipps-Folge. Das gab es vor ein paar Monaten schon mal auf meinem Kanal, da zeige ich euch immer so ein paar kleine Tipps, die nützlich sein könnten. Und heute geht es um das Thema Bandsäge. Und ja, zuallererst mal, das hier ist meine Bandsäge. Anhand der werde ich es dir heute mal so ein bisschen erklären, einfach nur so ein paar richtig nützliche Tipps. Zuallererst mal, das ist meine große Bandsäge, das ist eine Otto-Buch-Bandsäge, eine relativ starke Maschine. Und dann haben wir auch schon hier meine Metabo-Bandsäge. Zuallererst Bandsägeplatz. Zuallererst müsste ich es mal runterbekommen, ne? So. Wie bekommt man das eigentlich gut geöffnet? Ihr seht natürlich, es gibt verschiedene Größen. Das hier ist ein richtig großes, ein richtig langes Sägeband und die hier sind relativ klein. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier so ein kleines öffnen möchtet, dann könnt ihr das eigentlich ganz gut in der Werkstatt machen. Die haben nicht so viel Kraft, nicht so viel Kraft wie ein großes Bandsägeband. Damit habe ich heute aber echt den Wurm drin. Das könnt ihr, wie gesagt, relativ gut und auch sicher öffnen. Hat nicht so viel Kraft. Aber bei den großen ist das ein bisschen anders. Die sind richtig grob halt. Und da gibt es einen einfachen Trick, wie man das ganz gut öffnen kann. Und ihr braucht dazu nur eine Wiese. Und da gehen wir jetzt mal schnell hin. Was ihr machen könnt, ihr könnt das Sägeband einfach in eine Wiese werfen und da hat es dann einfach Platz, sich in der Luft dann direkt auseinander zu wirren. Und ich hoffe, das klappt jetzt direkt beim ersten Versuch. Und so könnt ihr ein Sägeband richtig einfach auseinander klabustern, so sagen wir es im Saarland. Und ihr habt es gesehen, funktioniert richtig gut, man braucht halt eine Wiese, aber speziell wenn man hier so ein Sägewerk, Bandsägeband hat, hat man eh meistens ein bisschen Wiese vor der Tür. Jetzt wollen wir das Sägeband ja auch vielleicht wieder zusammenlegen. Und es gibt zwei Methoden. Ich kenne zwei Methoden, aber ich benutze immer die ein und selbe. Egal wie groß oder egal wie klein das Band ist. Dazu lege ich mir einfach ein Stück Brett auf den Boden, damit das Sägeband auch nicht stumpf wird. Und jetzt stelle ich mich einfach mit dem linken Fuß unten in das Sägeband rein. Und dann müsst ihr das nach links drehen. Ihr dreht es einmal nach links. Das ist jetzt eine ganze Umdrehung und links dann ein bisschen nach unten und jetzt seht ihr schon, das Sägeband will sich schon im Prinzip automatisch zusammenlegen. So werden die auch verschifft, so werden die zu euch angeliefert und so könnt ihr es auch einfach super gut verstauen. Das ist halt jetzt echt nicht so ein gutes Beispiel, weil das so grob ist, das Band. So, das ist fertig. Ich zeige es euch jetzt aber noch schnell an einem kleinen. Da sieht man dann auch, dass es relativ elegant ist. Ja, noch nicht ganz. Aber ihr habt gesehen, das funktioniert richtig gut. Jetzt haben wir noch einen Fall. Und da wurde ich schon ein paar Mal gefragt, wie man das macht oder wie das generell funktioniert. Nehmen wir einfach mal an, das hier ist das neue Sägeband und wir wollen das hier jetzt aufspannen. Und dazu öffne ich erst einmal die Maschine. Und da haben wir dann auch schon die drei Laufrollen von der Bandsäge. Und das hier ist jetzt eigentlich schon das neue Bandsägeband. Aber ich mache es für euch extra mal wieder runter. Wir nehmen einfach mal an, dass wir das stumpfe. Da gibt es eine Frage, wie gesagt, da wurde ich schon das eine oder andere Mal gefragt. Philipp, ich habe ein Sägeband bestellt, aber ich glaube, ich habe es linksrum bestellt. Wenn immer ihr das Sägeband einbauen möchtet, muss natürlich hier dieser gerade Rücken hier in diesen Laufrollen anliegen. Denn hier mit den Zähnen würde das natürlich nicht hinhauen. Wenn wir es jetzt aber so einbauen würden, würden die Zähne falsch rumstehen. Und das ist keine Art, wie ihr es kauft. Das ist einfach so, wie es die Hersteller einfach herstellen. Und wenn euer Sägeband falsch rum ist, könnt ihr es einfach in sich rumdrehen. Denn jetzt läuft euer Sägeband nämlich richtig rum. Warum ich das so explizit auch sage, ist, weil ich hier zwei verschiedene Bandsägen habe. Hier habt ihr links den Freiraum und rechts den Rahmen von der Bandsäge. Und wenn wir jetzt auf die andere Säge schauen, ist das komplett andersrum. Da ist links der Rahmen und rechts ist das Band frei. Angenommen, das Sägeband hier und auf der kleinen Maschine wäre gleich groß, gleich lang, dann könnte ich es auch für beide benutzen, aber ich müsste es halt jedes Mal in sich drehen, weil halt einfach die Laufrichtung ein bisschen anders ist. Das soll es dann auch schon für heute gewesen sein.
Du kannst mir gerne mal deine Tipps in die Kommentare schreiben. Vielleicht hast du ja auch ein paar auf Lager und dann können wir die zusammen hier auf YouTube teilen. Und schreib mir auch gerne mal in die Kommentare, ob dir das hier gefallen hat. Das war erstmal wieder so ein kleiner Tester, damit ich wieder reinkomme in die ganze Thematik. Und das soll es für heute gewesen sein. Ich werde jetzt mal noch einen Trick anwenden und ein paar Sägebänder mitnehmen.